Ausstellung am Schalter nebenan, bitte. Der nächste, bitte. Name? Elisabeth Stange-Brunner. Beruf, bitte. Landesfinanzamtsdirektor, Stellvertreterswitwe. Ein Napoleon aus Gips. Das macht 45 Kreuze. Aber das letzte Mal habe ich doch 60 Kreuze dafür gekriegt. Seit er die Schlacht bei Aspern verloren hat, sagen wir nur mehr 45. Auszahlung am Schalter nimm an, bitte. 45 Kreuze für einen Napoleon. Direkt eine Majestätsbeleidigung. Der nächste, bitte. Der Name, bitte. Schubert Franz. Schubert Franz, Beruf? Aushilfslehrer und Kompositeur. Aushilfslehrer und Kompositeur. Eine Laute. Einmal Laute aus Holz, das macht 80 Kreuze, bitte. 80 Kreuze? Oh je. Ich habe nämlich geglaubt, dass ich vielleicht mehr. Ja, weil nämlich die Wäsche und dann muss ich noch den Zins. Tut mir sehr leid, aber das ist eben der Tarif. Ah, der Tarif. Na, das ist schade. Na Gott, da kann man halt nichts machen, ne? Auszahlung am Schalter nebenan, bitte. Einen guten 80. Dann sie dienen, werden mich bald wieder. Ich glaube, Sie haben sich geirrt. Sie haben doch gesagt, der Tarif für eine Laute ist nur 80 Kreuzer. Na, da haben Sie mir doch einen Kuhn zu viel gegeben. Aber Herr Schubert, seien Sie doch nicht so laut, um Gottes Willen. Sie sind so ungeschickt. Das darf doch nicht jeder wissen, dass ich Ihnen so viel... Ja. Man kann ja auch einmal eine Ausnahme machen, nicht? Aha. Na, und warum haben Sie diese Ausnahme gerade bei mir gemacht? Wieso? Na, weil Sie haben doch gesagt, Sie haben es doch unbedingt haben müssen für die Wäscherinnen, für die Miete. Also, da danke ich Ihnen schön. Und auch im Namen meiner Wirtin. Wenn die Geld von mir sieht, die wird glauben, es ist Weihnachten. Das freut mich aber wirklich. Im Namen ihrer Wirtin.
interessant denn? Was interessiert Sie denn da so? Nämlich das Lied, das die Frauen da singen, das ist von mir. Nein. Das ist von Ihnen? Ja. Allein? Natürlich. Aber gehen, schneiden Sie nicht auf. Das singt doch ganz Wien. So? Wirklich? Ja, da müssen Sie aber viel Geld damit verdienen. Ah, für meine Lieder zahlt man doch nicht. Na, wieso? Für die Noten? Für die Noten muss man doch zahlen. Oh Gott, meine Lieder sind so leicht, dass sie jeder gleich nachsingen kann. Ach so? Ja, Herr Schubert, wenn Sie kein Geld damit verdienen, warum komponieren Sie denn dann? Na, was sollte ich denn sonst tun auf der Welt? Naja. Das ist ein hübsches Lied. Auch hübsche Reime. Naja, von Goethe. Von wem? Von Goethe. Ich meine, das Gedicht zu dem Liede ist von Goethe. Aber was fällt Ihnen ein? Das ist von meinem Freund Müller. So? Na, wie kommen Sie denn überhaupt auf Goethe? Ja, ich habe gedacht, alle Gedichte sind von Goethe. Ja, welchen Goethe meinen Sie überhaupt? Na, den berühmten Herrn Dichter. Ah, den? Aha. Den kenne ich gar nicht. Das ist aber komisch. Sie kennen den Herrn von Goethe nicht? Nein, woher kennen Sie ihn denn? Na, von unserem Versatzamt. Ah, der versetzt auch bei euch? Aber nein, selber kommt er doch nicht. Nur, seine Bücher hat einmal einer bei uns versetzt. Ach so? Und hat dann nie mehr abgeholt. Emmy, was ist denn mit dem Gulasch? Jeden Tag um 11:30 ist... Bei jeder Vater. Auf Wiedersehen, Herr Franz, Herr Schubert. Auf Wiederschauen. Und ich danke Ihnen noch vielmals Mensch, für alles. Jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. Ich freue mich, Kinder, dass ihr heute alle so brav seid. Setzt euch. So, wir gehen heute im Rechnen weiter. Also jeder schreibt mit und spricht nach, was ich vorschreibe. Ein, mal, ein, ist, ein. So, wiederholen. Einmal zwei ist
2. Wiederholen. Zwei mal zwei ist vier. 2 mal 2 ist 4. Zwei mal drei ist 6. Wiederholen. 2 mal 3 ist 6. Wiederholen. Was nehmen Sie da eben mit der Klasse durch? Multiplizieren, Herr Schulmeister. Kommen Sie sofort auf meine Kanzlei. Also, Buben, macht eure Sachen, geht's nach Haus. Morgen werdet ihr schulfrei haben. Und ich glaube, die nächsten Tage auch. Rein. Exzellenz.
Herr Kidney. Herr Hofkapellmeister. Ich habe von ihm gehört. Er ist talentiert. Herr Hofkapellmeister. Ich werde ihm Gelegenheit geben, sein Können in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wie er vielleicht weiß, gibt ihre Durchlauf die Fürstin Kinski jeden ersten Donnerstag des Monats eine große musikalische Soiree. Zu dieser Soiree sind die Spitzen der Gesellschaft geladen, alle Theaterdirektoren, Musikverleger, Zeitungsleute, auch ein paar Herrschaften vom Hof sind da. Wer an einem solchen Donnerstag im Palais Kinski gefällt, der hat für die restlichen Tage seines Lebens ausgesorgt. Also, passt es ihm am Donnerstag? Ja, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sehr geehrter Herr Patent, da bitte ich Sie, mir ausnahmsweise, leihweise, also liebenswürdigerweise, meinen Frack und meine Lackschuhe für diesen Donnerstag herauszugeben, nein, die ich bei Ihnen versetzt habe. Mein lieber Herr Schubert, Ausnahmen mache ich keine. Leihen tue ich nicht und liebenswürdig bin ich nicht. Ihr Frack bleibt so lange hier, bis Sie eben das Geld haben, denselben auszulösen. Schauen Sie, Herr Patienter, hören Sie. Aber schauen Sie, mein lieber Herr Schubert, wo käme ich denn hin, wenn ich jeden die Sachen so ohne Geld herausgeben würde? Schauen Sie, Herr Patienter, so haben Sie doch ein Einsehen. Ich brauche doch den Frack. Ich muss doch Donnerstag ins Palais Kinski. Meine ganze Karriere hängt doch davon ab. Mein lieber Herr Schubert, Ihre Karriere interessiert mich nicht. Der Frack bleibt hier. Und von mir aus können Sie auch zu dieser Fürstin nackt hingehen. Und ab. Herr Schubert. Bevor der Vater mich ruft. Na, geschwind, geschwind, schauen Sie so langsam. Ich habe Ihnen da ein paar Sachen hergerichtet. Die werden Ihnen bestimmt noch viel besser passen als Ihre eigenen. Also da ist einmal ein Frack. Der ist von einem italienischen Solotänzer. Aber der ist so fett geworden, dass er nicht mehr rein kann. Ist aber alles aus Seide. Und die Weste hat sich ein alter Baron zur Hochzeit machen lassen, aber dann ist ihm die Braut knapp davor davon gelaufen und jetzt ist sie da. Die Weste. Und der Hut ist von einem Bankier, aber der hat vor lauter Schulden den Kopf verloren und jetzt braucht er nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht passen Ihnen die Sachen. Das ist schön von Ihnen, Demoiselle. Ja, aber nein, das ist doch selbstverständlich. Die Hauptsache ist, dass Sie recht schön ausschauen, wenn Sie dann Donnerstag im Palais Kinski Klavier spielen. Was wäre Wien ohne Ihre Donnerstagabende? Schubert dann. Thank you.
Vorschlag, gestatten Sie? Hier bringe ich Ihnen Franz Schubert, den kommenden Mann von Wien. Durchlaufen, euer untertänigster Diener. Ich freue mich. Kommen Sie, ich werde Sie jetzt zur Gesellschaft vorstellen. Jetzt bin ich aber auf Ihre Musik neugierig, junger Mann. Hier können Sie warten, bis er zurückkommt, der Herr Schubert. Dankeschön. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich habe nämlich dem Herrn Schubert versprochen, dass ich ihn halt für seinen Erfolg die Daumen drücke. Nach 9 Uhr abends sind zwar in dieser Wohnung Daumenbesuche verboten, aber naja. Ich spiele Ihnen jetzt, mit Verlaub, Motive aus meiner Symphonie in H-Moll. Thank you.
meinen Hut und meinen Mantel. Ist er wahnsinnig geworden? Sofort kommt er zurück und spielt weiter. Ich spiele nicht, wenn jemand lacht! Ich bin kein Klavierhumorist! Sagen Sie das der jungen Dame da drinnen! Adieu, Herr Hofkapellmeister! Bindet sich denn dieser Kerl eigentlich ein? Das ist ja eine Anmaßung sondergleichen. Es tut mir leid, meine Liebe, dass Sie in meinem Hause Insultationen ausgesetzt worden sind. Aber, also nun, zum Lachen war die Symphonie wirklich nicht. Ich bin konsterniert. Herr Hofkapellmeister, wollen Sie mir nächstens Leute schicken, die weniger empfindlich sind? Wie sagten Sie? War der Name dieses Menschen? Schubert. Franz Schubert. Na, wie war? Mitten im Spiel hat sie gelacht. Gerade wie ich im besten Zug war. Meine H-Moll-Sinfonie habe ich gespielt. Der erste Satz, Allegro Moderato. Der zweite, Andante con moto. Da plötzlich fallen mir ganz neue Melodien ein, Motive für den dritten Satz. Seit 6 Monaten plage ich mich damit. Nie bin ich fertig geworden. Da plötzlich, da zuckt es in meinen Fingern. 3/4-Takt. G-Dur. 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 Ich komm nicht weg über diese Stelle. Ich komm nicht weg. Hofkapellmeister. Ich bin eine Bekannte von Herrn Schubert und komme zu Ihnen, weil ich mit Ihnen etwas zu reden hätte und weil... Nämlich, so geht es nicht weit mit dem Schubert. Kein Mensch will mehr etwas von ihm wissen. Aus der Schule haben sie ihn davon gejagt und die Verleger drucken seine Sachen nicht mehr. Und warum? Nur weil er den Krach mit der Dame gehabt. Liebes Kind, das hat er sich alles selbst zuzuschreiben. Nein, das ist gar nicht wahr. Bitte, er kann gar nichts dafür. Wenn ihm die fremde Dame auslacht, dann muss er doch den Kopf verlieren. Das werden Sie doch verstehen als Kollege. Herr Hofkapellmeister, bitte. Ja, aber, lassen Sie doch. Ich bitte. Nein, nur wenn Sie zugestehen, dass der Schubert keine Schuld hat und dass er unschuldig ist. Pardon, bitte. Das ist nein, aber... Nein, pardon. Bitte sagen Sie doch, was er gemacht hat. Bitte sagen Sie es doch. Aber, mein Fräulein, ich bitte, lassen nein, Sie ich lasse mich doch. Nicht. Nicht, bevor Sie mir nicht gesagt haben, was er gemacht hat. Mein liebes Kind. Er hat das Schlimmste getan, was man in Wien tun kann. Er
Er hat sich schlecht benommen. Und es ist in Wien viel wichtiger, sich gut zu benehmen, als Genie zu haben, womit ich nicht gesagt haben will, dass Franz Schubert ein Genie ist. Herr Hofkapellmeister, Sie, was reden Sie denn da von Genie? Kennst du, muss ich ja lachen. Was wissen denn Sie von einem Genie? Der Schubert ist ein Genie. Und wenn nach Ihnen und Ihrer feinen Gesellschaft kein Hahn mehr krähen wird, dann wird man dem Schubert seine Lieder noch alleweil singen. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, wenn Sie wollen. So, glauben Sie wirklich? Ja. Ja, da kann man nichts machen. Herr Hofkapellmeister, bitte sind's fesch. Demoiselle, merken Sie sich das eine. Ich bin nicht fesch. Herr Hofkapellmeister, lassen Sie den Schubert nicht im Stich. Er kriegt ja sonst in seinem ganzen Leben kein Engagement mehr und dabei geht's ihm so dreckig. Zu Hause gibt ein Gläubiger dem anderen die Tür in die Hand. Er wird schon zäunen können. Lang warten wir aber nimmer mehr. Na, also auf Wiedersehen, meine Herren. Gehorsamster Diener allerseits. Das verstehe. Ja, ich kann Ihnen nur dasselbe sagen wie den anderen Herren. Ich komme vom Herrn Grafen Esterhazy. So. Na, wie viel ist er denn dem schuldig? Ich habe den Auftrag, Herrn Schubert, die Stelle eines Musikpädagogen für die beiden Töchter des Herrn Grafen anzubieten. Ist er allein? Nicht. Du sitzt einer drin und geht nicht weg. Das muss ein ganz scharfer sein. Ja, wenn ich Ihnen sage, na, Sie können sich doch darauf verlassen. Dabei ich Ihnen sage, morgen früh ist der Schubert auf dem Weg nach Ungarn. Auf Wiedersehen, euer Vater. Auf Wiedersehen. Ja. Schöne Grüße an den Herrn Graf. Auf Wiedersehen. Der war sehr eng, die Mädel. Weißt Sie, wie viel 25 mal 12 ist? Nein. 25 mal 12 ist 300. Und 300 Gulden verdiene ich jetzt als Musikpädagoge seiner Durch- und Durchlauf des Grafen Esterhazy. Zwei. Ich fahre nach Ungarn, auf das Schloss des Grafen und übers Jahr. Wenn ich zurückkomme, da löse ich alles aus, was es im Pfandleihhaus Schönbrunn gibt. Und das Mädel am Schalter rechts dazu. Aus Wien. Na, also, guten Tag. Was eine Zigarre, Virginia? Ja, ich rauch's am liebsten. Pfeife schmeckt mir nicht. Verzeihung, Herr Graf, ich glaube nicht. Wenn Sie nicht wollen, ich könnte nicht leben ohne die Zigarre. Aha, da kommen meine Mädels.
Das ist Herr Schubert aus Wien. Meine Töchter Maria, Caroline. Dickste Zigarre zieht heute wieder gar nicht. Na, adieu. Adieu, le bon. Sei recht fleißig und hoffentlich versteht ihr euch gut. Ha? Mal auf, du Herr aus Wien. Das mit dem Musikunterricht, das war eine Idee von meiner Schwester. Aber wenn du glaubst, dass ich da mitmache, da irrst du dich. Ich denke gar nicht daran. Adieu! Mein Wunsch, Musikunterricht zu nehmen, war natürlich nur ein Vorwand. Ich wollte bloß Gelegenheit haben, Sie kennenzulernen. Wollen Sie mich ein zweites Mal auslachen? Bieten Sie doch mal diesen Deck. Ja, ja. Sehen Sie, es geht ja auch leise. Haben Sie mich deshalb rufen lassen? Nein. Aber um Sie um Verzeihung zu bitten, Herr Schubert. Ich bedauere den Vorfall im Falle Kindchen. Ich weiß, dass ich allein die Schuld hatte. Wollen Sie mir verzeihen? Morgen um 11 erwarte ich Sie zur ersten Lektion. Ist was für mich dabei, Vater? Ja, Stickstätte. Auszahlung am Schalter nebenan, bitte. Erwartest du den Bus von jemandem? Nein, nein. Nur, die Paula-Tante wollte uns doch zu Pfingsten eine Karte schreiben. Besprochen hat sie es nämlich. In erster Linie möchte ich gnädiges Fräulein mit den Grundelementen der Musik vertraut machen. In der Musik ist deutlich eine Dreiteilung erkennbar. Rhythmus, Melodie, Harmonie. Was ist Rhythmus? Rhythmus ist eine nach bestimmten Gesetzen geordnete Einteilung der Zeit. Ohne Rhythmus ist Musik undenkbar. Wir nehmen hier irgendein beliebiges Lied. Melodie und Worte sind im Augenblick vollständig unwichtig. Bitte lesen Sie einmal die erste Zeile. Leises Lehen, meine Liebe. Tja, Sie sprechen diesen Text im gewöhnlichen Leben vollständig ungebunden.
In der Musik verändert sich seine Betonung nach bestimmtem Rhythmus. Bitte lesen Sie jetzt einmal diesen Satz im Rhythmus dieses Taktes. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Bitte. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein Hernieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern, schlafen, Wipfel, rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Schön haben Sie mein Lied gesungen. Sie haben an eine Frau gedacht, als Sie dieses Lied komponierten? Mit Verlaub? Wir wollen das nächste Mal nach anderen Liedern lernen. Wie gnädiges Fräulein befehlen. Sie haben einmal eine Symphonie gespielt in Palikinski. Ich möchte, dass Sie diese Symphonie vollenden und mir bei passender Gelegenheit vorspielen. Wie gnädiges Fräulein befehlen.
Nein, nein, es war mein Fehler. Sie können ruhig wieder heraufkommen, Herr Schubert. Ich tue Ihnen nichts. Es ist schon spät, gnädiges Fräulein. Sind Sie müde? Nein, nein, das nicht. Aber für Sie wird es zu viel werden. Seit Wochen täglich 3 Stunden Musikunterricht. Es dürfte doch etwas zu anstrengend sein. Sie können gehen, danke. Bleiben Sie. Gnädiges Fräulein. Ich habe gehört, dass Sie vorigen Sonntag unten im Dorf waren. In der Schandorf. Es passt mir nicht, dass mein Musikpädagoge mit Pferdeknechten und Mägden beisammen sitzt. Sie können gehen. Doch überhaupt nicht tanzen. Wie schon können. Wenn Sie gerne spielen, tanzen bitte von selbst. Ich tanze nicht. Mit mir auch nicht? Oh.
gnädiges Fräulein. Gnädiges Fräulein. Gnädiges Fräulein. Danke. Was wird man im Schloss dazu sagen, wenn man erfährt? Ich nehme an, man wird nicht sehr entsetzt sein. Ja, aber warum sind Sie dann gekommen? Wissen Sie es noch immer nicht? Gnädiges Fräulein. So küss mich doch endlich. Ich habe Herrn Schubert rufen lassen. Was du ihm zu sagen hast, kannst du besser mit mir besprechen, Papa. Na schön, wie du willst. Bitte setz dich. Ich höre, dass du dein Musikstudium mit einem Eifer betreibst, der zumindest ungewöhnlich ist. Gehört das dir? Ja. Das wurde gefunden. Im Feld. Oder irgendwo. Ist das alles, was du mir zu sagen hast, Papa? Es wäre mir lieb, wenn du mir eine Aufklärung geben würdest, wie sich die Sache mit dir und diesem Musikus verhält. Ganz einfach, Papa. Wir wollen heiraten. Ah! Das ist ja sehr interessant. Ihr wollt heiraten. Mhm. Eine Gräfin Esterhazy und ein gewisser Herr Franz Schubert aus Wien. Ja! Es ist doch ausgeschlossen, dass der Graf ja sagt. Es ist doch unmöglich, dass sowas jemals zustande kommt. Franz? Der Vater will dich sprechen. Was, mich? Ja, geh nur. Also, mein lieber Herr Musikpädagoge, seine Tochter hat mir alles erzählt. Wollen Sie eine Virginia? Ach du, Sie rauchen ja nicht. Doch, Herr Graf, heute bin ich so frei und werde eine rauchen. Sie scheinen ja heute besonders gut gelaunt. Ich bin heute der glücklichste Mensch auf der Welt. Feuer wollen Sie auch, was? Bitte schön. Nun nehmen Sie nur die Hand.
Danke, danke schön. Also, meine Tochter hat sich's in den Kopf gesetzt, sie zu heiraten. Ich verstehe zwar nichts von Musik, aber dafür können Sie nicht Virginia rauchen. Das ist das erste Mal, dass... Meiner Meinung nach werden Sie jetzt sicherlich auch mit Ihren Eltern sprechen wollen und außerdem Ihre Dokumente in Ordnung bringen und so weiter und so weiter. Also fahren Sie halt nach Wien. Ich habe Ihnen da einen Brief an meinen Wiener Sekretär. Den übergeben Sie ihm persönlich. Man wird Ihnen dort in allen Angelegenheiten zur Seite stehen, mein lieber Herr Schubert. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mein Lieber, so leicht werden Sie nimmer mehr solch einen Haufen Geld verdienen. Ja, aber ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll. Der Herr Graf Esterhazy hat doch... jede Auseinandersetzung auf dem Schloss vermeiden wollen. Oder haben Sie im Ernst gedacht, dass sowas in Frage käme? Wenn wir allen Launen der gnädigen Comtesse nachgegeben hätten, oje, wo wären wir da heute? Aber Comtesse Caroline... die weiß natürlich noch nichts davon, aber sie wird es schon rechtzeitig erfahren. Sehen Sie, Frau Emmy, deswegen sind wir ja eigentlich da. Na, in der ganzen Wiener Stadt gibt es jetzt nur einen Menschen, der den Franzl wieder zur Vernunft bringen kann, und das sind Sie. Ich? Natürlich, nur Sie, Frau Emme. Nur Sie. Und wenn Sie wirklich der fesche Kerl sind, der Sie immer waren, gehen Sie jetzt zu ihm hin, sagen Sie mein gutes Wort, und in einer Woche ist die ganze ungarische Rhapsodie vergessen. Nein, nein. Ich soll zum Schubert hingehen? Na ja, natürlich, warum denn nicht? Aber das wäre ganz ausgeschlossen. Glauben Sie wirklich? Ja. Nein, nein. Das ist ganz unmöglich, dass ich zum Schubert hingehe. Melde gehorsamst, alles in Butter! Zu Herrn Schubert. Na, da sind Sie aber gerade noch zurechtkommen. Sonst wäre er nämlich... Emmy. Ja, Emmy, wie kommst denn du daher? Komm herein, komm weiter, Emmy. Grüß dich Gott, Franzl. Grüß dich Gott, Emmy. Wundert dich, dass ich da bin. Wir haben uns lang nicht gesehen, seit du aus Ungarn zurückgekommen bist. Ich freue mich, dass ich dich sehe, Emmy. Ja? Ja, ich weiß, ich hätte mich natürlich melden müssen. Na, aber geh, Franzl, aber das verstehe ich doch alles so gut. Ich habe mir jetzt gleich gedacht, dass du allein sein willst. Das müssen schreckliche 3 Monate gewesen sein. Wie du immer so gewartet und gewartet hast. Auf etwas, das nie kommt, Franzl. Die Hauptsache ist, dass es jetzt vorbei ist. Wirklich? Ist wirklich vorbei? Ja. Franzl, ich bin ja so glücklich. Weißt, ich habe gewartet und gewartet. Ich habe vergessen wollen. Aber ich habe es nicht gekonnt.
Manchmal habe ich schon geglaubt, ich verliere den Verstand. Aber jetzt. Jetzt? Jetzt ist endlich der Brief gekommen. Seit 3 Monaten das erste Lebenszeichen. Man ruft mich zurück aufs Schloss. Ich soll gleich kommen. Da schau her, da hast du den Brief, kannst ihn lesen, gell? Frau Huber, Frau Huber. Also, leb wohl, Emmy. Ich freue mich, dass wir uns noch gesehen haben. Und grüßen wir den Hüttenbrenner und den Schwind, auch den Herrn Vater. Sagst ihnen, dass ich jetzt hab schnell weg müssen, ja? Also, leb recht wohl. Du hörst von mir. Maria. Den Brief hab ich geschrieben. Ich hab dich rufen lassen. Gerade heute. Zu diesem Tag. Caroline weiß nichts davon. Sie hat geweint und geweint. Aber zuletzt hat der Vater doch recht behalten. Und was soll ich hier? Du musst dir verzeihen. Alien! 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 Alien!
Ich lasse Herrn Schubert bitten. Frau Gräfin haben einmal den Wunsch geäußert, meine Sinfonie in H-Moll vollendet zu hören. Ich habe sie vollendet und bitte nun, sie als Hochzeitsgeschenk von mir annehmen zu wollen. Ich danke Ihnen. Wo du damals gelacht hast.
Meine Frau hat sich erholt und möchte Sie gerne sprechen. Als ich Ihre Symphonie zum ersten Mal hörte, habe ich Sie durch mein Lachen unterbrochen. Heute habe ich es mit meinen Tränen getan. Jetzt werden Sie mir wohl nie mehr eines Ihrer Lieder widmen. Wozu? Es sind doch ohne dies alle für Sie bestimmt. Trotz allem? Trotz allem. Leben Sie wohl, Tan. Und nicht traurig sein. Ihnen gehört viel. Sehr viel. Mehr als ein Mensch Ihnen geben kann. Und Sterblichkeit.